Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, gestern kam leider keine Folge, denn Achtung, Mikro richten, denn ich hatte ja die ganze Woche Spätdienst gehabt und von daher haben die Updates ein wenig gebraucht. Als ich dann aufnehmen wollte, hatte ich hier ungefähr 6, 7, 8, nee, warte, falsch gelogen, 12 GB sogar waren es. Update, die Flussraubzüge sind jetzt bei Assassin's Creed Valhalla verfügbar. Allerdings befinden wir uns ja noch mitten in der Mission, die Güter von Venlokan, stiehlt die Vorräte der Bretonen. Und von daher gehen wir erstmal dahin. Flussraubzüge kümmern wir uns mal später. Gibt's ja mittlerweile so viele Videos mit irgendwelchen Thumbnails, mit einer dicken, roten, fetten Schrift und dem Titel unbedingt anschauen. Also ihr wisst ja, was ich meine, ne? Das ist übertrieben halt, ne? Ja, jetzt gehen wir aber hier weiter. Wir befinden uns immer noch in Schrobbisch hier. Und sind immer noch in einer gefährlichen Mission unterwegs. Nämlich der liebe gute Iva hat es geschafft, sich den Zorn des Königs aufzuheißen. Wie das Ganze passiert, das seht ihr einfach, indem ihr unter dem Video in die Video-Playlist klickt und euch dort nochmal durchschaut. Für alle anderen, willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Valhalla, wir machen weiter. Ne? Flussraubzüge, wie gesagt, kümmern wir uns mal später. Wir werden uns auch noch den Deutsch holen. Von Ragnar Lodbrok. Entgeht nichts. So. Diesen Wachen entgeht nichts. Sicher? Venlokan, Außenposten. Okay, ich sehe hier eigentlich keine Wachen. Wir schauen mal. Gerade schon geklingelt. Da unten sitzt einer. Einer sitzt dort. Einer ganz alleine. Mal schauen, ob man den eventuell sauber. So. Okay. Haben wir das? Da oben drauf. Gut, wie komme ich jetzt zur Hölle da oben drauf? Mit Sicherheit durch diesen umgestürzten Baum. Und dann irgendwie muss ich so rüber. Ach, hier hinten über den Baum. Über das Seil da hinten, denke ich mal, oder? Kann ich von hier? Nein. Von hier geht's nicht. Also hier hoch. Und dann über die Seile laufen. Und dann versuchen, daran zu springen. Okay. Uah. Da habe ich doch tatsächlich verpasst, mich einzuhaken. So, so, so. Hier rum. Da lang, hier rum, auf den Ast, dahin. Gestohlene Vorräte. Rune der Waffenruhe, okay. Trotz allem. Überblicke das Land, Freundin. Da ist doch noch was. 82 Meter. So. Na gut. Gehen wir mal schauen. Ist das über uns oder hier? Hier. Hier leuchtet's blau. Was ist das? Blaues Licht. Was tut es? Es leuchtet blau. Du, Däne. Ja, ich komme. Mich aus diesem verfluchten Hühnerstall. Na klar. Anweisungen. Für Diorlas Fürth. Viel besser als jeder Nachschub. Anweisung bezüglich der Gefangenen. Solltet ihr Sachsen gefangen nehmen, so lasst sie am Leben. Wir werden uns sie uns zunutze machen. Etwa um Wälle aufzuschütten oder in den Steinbrüchen zu arbeiten. Ja, den Steinbruch haben wir in der letzten Folge wunderbar öffentlich bloßgestellt. Ne? Na, kommt raus. Ich gebe dir die Freiheit. Wirst du für diesen Schier kämpfen? Natürlich werde ich das.
Trotz allem, hier sind noch Vorräte. Steinbruch und Vorräte erledigt. Nun zu Eva und Chilbert in Westbruch, ehe Eva noch mehr Unheil anrichtet. Richtig. So, na dann, ab nach Westbruch. Ach, zwei Fertigkeitspunkte wieder. Sehr, sehr geil. Der blutige Weg zum Frieden. Da entlang, ich will aber... Ach, naja, was soll's. Was soll's, dann machen wir halt zurück nach Westbrook. Lassen wir das erstmal liegen hier unten ungenutzt. Den blauen und den gelben Punkt oben in der Kompassleiste, ihr seht, die wollte ich mir jetzt gerade noch holen, aber die Mission geht natürlich vor. Ab geht er. Über 1000 Meter nach Westbrook. Oh. Moin! Ja, diesmal nicht. Diesmal nicht. Ja, vielleicht ist euch aufgefallen, draußen wird es langsam wieder milder und wärmer. Gefällt mir natürlich besonders gut, da ich nicht so der Wintertyp bin. Also, ich mag, es gibt wirklich Leute, die mögen den Winter, ja, über alles. Aber ich bin nicht der Typ für 30.000 Sachen übereinander anziehen. Oh, wir haben einen Aussichtspunkt, warte mal. Ja, ich weiß, Mission und tralala hoppala, aber das ist ein Aussichtspunkt. Ich bin nicht der Typ für 30.000 Sachen übereinander anziehen. Ne? Wenn ich auf Arbeit gehe, am besten kurz duschen, T-Shirt, kurze Hose und los. Ne? Aber was soll's. Wie gesagt, den Skifahrern gönne ich natürlich jeden kleinen Zentimeter Schnee. Da ich aber dann doch eher der Fußballer bin, ist mir Schnee, naja, war mir noch nie so geheuer. Was haben wir denn hier? Jetzt sind wir ja doch beim blauen Punkt angekommen. Der Vreugen. Okay. Tja, ich habe keine 5 Seeforellen. Habe ich alle verkauft. Schade, müssen wir uns mal merken hier den Vreugen. Falls wir mal wieder zufälligerweise angeln. Herrlich. Gerade noch von Schnee geredet und hier am Horizont die verschneiten Berge von Englala. So, okay. Haben wir das auch erledigt. Die Karte aktualisiert. Die Musik ein wenig auf uns wirken lassen. Gut, ab geht er. Gut. Es gibt hier aber noch eine Menge zu tun, sehe ich hier. Ja? Ich mich hier so ein bisschen umschaue. Aber macht ja nichts, ne? Besser als nichts zu tun. Besser als eine große leere Map. Wie es am Anfang war bei Red Dead Online. So. Finde Eva und sprich mit ihm. Tja, das schreit doch nach Sühnen. Zeig mir, was vor uns liegt. Da lang, okay. Ja. Ist doch irgendwo wieder ein Goldschatz? Riecht du das, Chilbert? Eva und Chilbert. Eva, Chilbert. Hey, Evo. Ich erzählte dem Etteling gerade, dass Thor heute mit uns ist. Der Sieg ist uns sicher. Also, wie lautet dein Plan? In diesem Nest hat Ynir das Kommando. Also zeigen wir den Leuten mal, was passiert, wenn sich ein Dorf den Bretonen beugt. Wir legen es in Schutt und Asche und schneiden Ynir die Kehle durch. Oder, mein Junge? Ich will aufrecht kämpfen, nicht grausam. Das Aufschlitzen von Kehlen überlasse ich dir. Unser Ziel ist Frieden. Die Flammen werden Rodris Herz für den Frieden erwärmen. Ynir ist nicht so wichtig. Frieden ist was für Säuglinge, aber wie du meinst. Oh, mein Blut kocht. Lasst uns angreifen und eine Spur blutiger Asche hinterlassen. Wenn wir leise vorgehen, gewinnen wir mehr Zeit. Pah,
Ich ziehe Raserei und Gebrüll vor, aber wie du meinst. Ich schleiche mich an. Wir wollen doch nicht jeden wehrfähigen Bretonen auf uns aufmerksam machen. Richtig. Soll ich hier sitzen, sabbern wie ein Dorftrottel und warten, bis du fertig bist? Ja. Cheolbert, hör dir die Geschichten dieses alten Mannes an und wisch ihm den Sabber weg. Ich bin kein geduldiger Mann, Eivor. Erledige diese Hunde leise und schnell, sonst stoße ich dazu wie damals in Legrakester. Wir bleiben zurück und malen Runen in den Dreck. Aber spute dich. Mir kocht das. Ich darf mich nicht sehen lassen. Eine Kapuze wäre gut. Ja, Kapuze haben wir auf. Also, wir wählen den leisen Weg. Erstmal schauen. Es sind schon ein paar Gegner sind hier, ne? Ich denke mal, der laute Weg wäre auch ziemlich gefährlich geworden. Und, ja, was natürlich auch dazu kommt, wir spielen hier schließlich Assassin's Creed. Und Assassin's Creed bedeutet, dass man ruhig auch mal leise sein kann. Hat das jemand gesehen? Nein. Da unten sind zwei. Die sich hoffentlich in Wohlgefallen auflösen. Eivor, bist du bald fertig? Hast du ein Nickerchen gemacht? Och Mann. Genug, ich will Blut sehen. Ach Jungs. Bei den Göttern, du bist ein tollwütiger Hund, Eva. Ich werde dich nicht. So, na gut. Schluss mit lustig. Schluss mit lustig. Okay, Fotomodus, alles klar. Wenn du hier nochmal auf mich ballerst. So. Nächsten. Neue Pfeile mitnehmen. Köcher ist voll, okay. So. Da oben ist ein Schlüssel. Hi! Kann ich auch, Junge. So, hi! Tu mal das Schild weg. So. Okay, halt. Na. Hä? Wieso hab ich denn keine Pfeile mehr? Also keine Dings mehr hier. Machen wir es halt so. Gut. Schlüssel holen. Na komm. Komm, Eivor. Ja, ja. Wer macht einen Fehler? Na und? So. Noch was? Verpasst? Warte mal, den Schlüssel holen wir uns nachher, ne? Wir können es hier nicht unsere Leute kämpfen lassen. Freunde, ich bin hier. Hallo. Hallo. Ja, hi. Zieh warm. Die Karte, die machen die hier. Alter. Danke, Eivor. Eivor. So. Oh, warte mal, immer hier alles anzünden. Dankeschön. So, Eivor, bleib mal bitte in meiner Nähe. Hey, Ballas! Halt.
Wenn wir schon plündern, plündern wir richtig. Okay. Außer kleine Säcke, die können wir natürlich nicht, ne? So. Gut, was haben wir noch? Haben wir hier noch irgendwas zum Anzünden? Da oben, ne? Da befindet sich auch noch... Habe ich das gerade richtig gesehen, ob das Gold ist? Nein? So, morgen! Ich steck mal euer Dorf in Brand. Hat nichts mit euch persönlich zu tun. Aber was getan werden muss, muss getan werden. Oh. Kommt jetzt der Üden hier? Wo ist denn der? Töte Ynir und seine Männer. Gerne. Hallo? Da ist so Ynir, guck mal. Ynir! Da hat jemand Feuer gelegt! Findet sie! Putz! So, ciao Ynir. Sie möchten den Ichi! So. Wo ist denn der Herr Ynir? Der hier war das? Oder der hier? Hatte der nichts Wichtiges bei sich? Okay, schade. Kann ich mir da jetzt den Schlüssel holen? Ja. Hier ist auch noch ein Goldschatz. So, hoch hier. Allihop. So, wo ist der Goldschatz? Hier. Hier versteckt. Moin! Nach erst Schlüssel, okay. Naja, klar, logisch, ne? Der ist da drinnen. So. Geh mal weg da, Junge, es knallt gleich. Danke. Ups. Verdammt! Oh, ich brenne! Ja. Ich hab, glaube ich, Feuerresistenz sogar. Nein, nein, ich werde kein Schaf töten. Hi! Endlich auf. So. Das Elvo! Hast du Cheolbert kämpfen sehen? Nee. Der besteht nur noch aus Eiern. Ich bin dankbar für den Sieg und bitte um Vergebung für die Toten. Oh, Cheolbert, dein Gott langweilt mich zu Tode. Lach doch mal, wir haben gesiegt. Und ich hatte keine Freude dabei, Ivar. Evo und ich sind hierfür gemacht, Bursche. Schwertgesang, Blutnebel, zermalmte Knochen und zerborstene Zähne. Naja. War das genug Blut für dich, Ivar? Wir haben genug vergossen, um Fenrirs Durst zu stillen. Und das reicht dir? Cheolbert, was hältst du von alledem? Bist du zufrieden mit unserem Sieg? Ich denke schon. Ich muss so schnell wie möglich über Rodri Bescheid wissen. Was hat er jetzt vor? Er wird die Flammen sehen und wissen, dass Westbuch zerstört wurde. Diese Eiterbeule meint, nur ein Drache könnte ihn bezwingen. Es wird sich schon bald zeigen. Wir wollen Frieden, Ivar, nicht Rache. Wenn du das nicht gutheißen kannst, geh zurück nach Heopedon. Du kennst Rodri nicht wie ich, Eivor. Du weißt nicht, was für eine verlogene Ratte er sein kann. Genug Gerede vom Töten. Ich brauche einen Moment Ruhe. Du brauchst Met. Nein, Ivar. Richtige Ruhe. Ein Spaziergang im Wald, um durchzuatmen. Oder angeln. Würdet ihr mit mir angeln gehen? Angeln? Willst du deinen Wurm in eine warme Pfütze tunken, ja? In der Nähe gibt es einen kleinen Teich. Kommt ihr mit? Nutzen wir alle den Moment, um unser Blut abzukühlen. Gleich hier drüben. Ich verstehe Angeln nicht. Wo bleibt der Nervenkitzel? Ein Fisch hat keine Chance, mich zu töten. Ja, dann gehen wir halt angeln.
Morgen. So. Bisschen abkühlen, ne? Ruhe, Besinnlichkeit. Hier ist eine gute Stelle. Lasst uns Aale angeln. Gjolaf liebt Nesselsuppe mit frisch gefangenen Aalen. Ich angle nicht. Macht, was ihr wollt. Okay, Aale fangen. Scheint, als koche das Wasser. So, na komm. So? Beißt einer? Da beißt einer an. Sieh ihn raus. Komm, dir kleinen schuppigen Feiglinge. Na komm, ran. Beiß endlich an. Komm, komm. Ich drücke schnell X, ne? Nur mal so. So, genau. Da haben wir doch. Gut gemacht, Eivor. Danke. Ja, ach, ernsthaft? So. Herr Geolbert. Ich weiß nicht, ob das jetzt Wettangeln ist oder so. Ich denke mal, ich werde die Aale dann auch der jungen Frau hier links im Bild schenken. Weil was wollen wir mit allen? Jetzt! Eine an! Sieh ihn raus! Komm, ihr kleinen schuppigen Feiglinge. Weißt du nicht, na komm, komm, hier zu mir. Links. Genau hier, ja, hier ist es richtig. Noch ein Aal. Ja. Das reicht schon fast für eine Suppe. Ein ganz normaler Fisch. So, und dann gucken wir dort nochmal. Na, und? Ich sehe es jetzt nicht ganz. Wegen Geolbert. So. Da! Da beißt einer an. Ja. Sieh ihn raus. Na klar, mein Freund. Komm, ihr kleinen schuppigen Feiglinge. Beißt endlich an. So, komm hier zu mir. Zu mir. Hier, genau hier ist es. Reichler. Bischof Jolla wird sich freuen. Los, erzählen wir Iva von unserem Fang. Ein ganz normaler Fisch. So. Iva, ich habe was ganz Tolles gefangen. Als ob der so begeistert davon sein wird. Das hat länger gedauert, als das Dorf zu plündern. Was? Wir haben Aale fürs Essen gefangen. Der Bischof wird sich freuen. Da kommt der Einfallspinsel. Ah, ein eigenartiger Brauch, um den Sieg zu feiern. Doch andererseits, war nicht auch Simon Petrus ein Fischer? Bischof, sei gegrüßt. Wir haben alles für eine vorzügliche Suppe. Danke, Geolbert. Doch mein Herz ist schwer. So viel Zerstörung. Der Wiederaufbau wird Jahre dauern. Du hättest Geolbert kämpfen sehen sollen. Er wird ein alter Mann mit Eiern. Rau und furchteinflößend. Ich sollte eher gut und gerecht sein. Doch ich weiß das Kompliment zu schätzen. Ich ließ den Bretonen eine Nachricht zukommen. Ich bete, dass König Rodri offen ist für Frieden. Trotz des Mordes an seinem Bruder. Es hat sich doch ausgezahlt. Sieh, wohin es uns gebracht hat. Die Bretonen winseln um Gnade wie wimmernde Welpen. Noch haben wir keinen Frieden. Iva ist kein Diplomat, auf Garantie nicht. Der Kampf ist vorüber, aber die Verhandlungen stehen noch bevor. Wir müssen vorsichtig sein, wen wir an den Gesprächen teilnehmen lassen. Unsere nächsten Schritte sind entscheidend. Nach allem, was in Quadfort geschah, ist klar, dass Iva sich bedeckt halten muss. Bedeckt halten? Nach allem, was ich getan habe, soll ich mich verkriechen? Der gute Bischof hat recht, Iva. Dein Herz schlägt für den Krieg, nicht für den Frieden. Leck mich, Wolfsmal! Ich kenne Rodri und die Spielchen, die er spielen wird. Das ist meine Warnung an euch. Wenn du es furzen hörst, ist das mein Willkommensgruß an das Schwein. Du hast seinen Stolz verletzt. Wenn du ein Heilmittel kennst, dann um Odins Willen gib es ihm. Sein Stolz macht ihn schwierig und seine Wut unberechenbar, aber er macht keinen Hehl aus seinen Gefühlen. Ich glaube, ich jage ihm ein großes Wildschwein. Dann rösten wir es über dem Feuer und erzählen uns Geschichten vom Krieg. Das wird ihm gefallen. Bischof, wir müssen uns auf Rodris Ankunft vorbereiten. Ruf deine Männer und schlag hier ein Lager auf.